Meine Damen und Herren, ich würde gerne das Album von Alligator, was am 27.11. zusammen mit dem Album des Papstes, Pope Francis, Wake Up, erscheint, in die Kamera halten. Aber es ist noch nicht fertig, hat er mir gerade gestanden. Wie sieht das denn dann aus? Ja, wie sieht das denn aus? Was Cooles so? Ich weiß nicht, irgendwas Cooles. Machst du mit Autos, ihr seid der Rapper, ihr müsst doch irgendwie so Pitbulls haben und weißt du, irgend so ein Leasingfahrzeug oder sowas dann da steht, wo ihr dann alle böse guckt und so ein paar Bitches dabei. Soll ich ein paar Mädchen besorgen oder so? Habe ich auch gehabt, aber das ist aus dem Alter bin ich raus. Ich habe einen Affen, ich habe einen Affen auf dem Cover. Heute Abend. Heute Abend ist übrigens unser William Cohn nicht zur Zeit mit TV Lab im Bett. Der ist krank, ist krankgeschrieben diese Woche. Unser schöne Grüße. Tagespraktikant heute Abend im Neo Magazin Royal ab 20.15 Uhr in der ZDF Mediathek im Internet ist Dennis aus dem Kölner Umland. Guten Tag. Hallo, guten Abend. Hallo, hallo. Unser Gast. Heute Abend Alligator. Unser Gast ist Alligator. Sag mal, Ali. Ja, bitte. Bist du denn so fame, dass du auf der Straße, wenn du irgendwie am Kopf unserer Tour langläufst, anderen angesprochen wirst von irgendwelchen aus dem Fotoautomat rausspringen oder so? Hey, Alligator, ein Foto, Selfie, Selfie oder so? Aus dem Fotoautomat rausspringen. Nee, mit dem Foto. Ja, ein Foto mit dir machen wollen. In den Foto oder so oder beides oder ein Selfie. Wie zack, bei YouPorn. Ja, was? Habe ich natürlich nicht geguckt, aber. Bist du so fame, dass es nervt? Fame, also ich bin schon fame, das stimmt schon, das hast du richtig erkannt. Aber ich gehe einfach nicht auf die Straße, fertig. Können wir ein Foto machen? Mach doch ein Foto, mal. Ich auch ein Foto haben. Warum denn nicht? Komm, wir machen ein Foto. Willst du mit drauf? Ich komm gerne mit drauf. Komm, aber auf die andere Seite. Ja, ich komm, ich fahr dazwischen, warte. Mal so. Wollt ihr das haben? Das schicke ich euch gleich. Ja. Bist du bei Instagram, Dennis? Wer? Bist du bei Instagram? Bei welchem sozialen Netzwerk hältst du dich auf? Ich habe meine Aldi-Talk-Karte, ist leider im Moment leer. Deswegen kann ich nichts posten und so. In welchen sozialen Netzwerken bist du persönlich unterwegs? Also wenn du am Handy hängst? Bremen, Snapchat. Nur doch zu. Was? Das wird eine gute Sendung. Ich warte, es ist eine schöne Idee, dass wir einen Praktikanten heute hier haben. Sowohl für mich als auch für den Gast ist das eine wahnsinnig gute Idee. Sehr höflich von uns, sehr du nett. Du hast gesagt, ich soll mich bitte auf das Ding hier setzen. Ja, aber du musst auch mal lernen, wann du dich ein kleines bisschen zurückhältst. Das ist auch wichtig. Das muss man auch lernen. Ich merke schon, ja, es tut mir leid. Bist du 21 oder was? Ja. Ein kleines bisschen Respekt. Ich möchte auch mal ein bisschen ausreden. Da kannst du nicht die ganze Zeit dazwischen funken. Ich habe gar nichts gesagt. So, sie sind voll aggressiv. Kann das sein? Nein, ich bin nicht aggressiv. Ich finde einfach, irgendwann reicht es, Dennis. Ganz im Ernst. Nur weil sie reich sind, so kann das sein. So, nein, nicht. Das hat nichts mit Kleinen und Dennis, so, ne? Das hat nichts mit Reichtum zu tun. Das hat was mit sozialem Neid zu tun. Nein, also. Ich sag, von meiner Seite nein, aus, ne? Nein. Ist ja so. Nee, und ich finde das auch ehrlich gesagt nicht gut. Das lasse ich auch nicht auf mir sitzen. Ich finde das nicht in Ordnung, dass du dich hier einfach. Ich hab keinen Respekt, solange nee, du das Ding du machst jetzt mal die Chipstüten zu und legst die mal zur Seite. Ich bin doch ruhig. Wir führen ein Gespräch wie erwachsene Leute. Ja. Du kannst auch hinter dein Pult gehen oder ganz von der. Nein. Ich bin ruhig jetzt. Ja, ich sag gar nichts mehr. Dennis, das ist kein Wunder. Das ist kein Wunder, dass du aus der Ausbildung rausgeflogen bist. Dass du zwei, dreimal weg warst. Mal ohne Scheiß. Pass mal auf. Weißt du? Nee, so nicht. Nein. Oh, so nicht. So nicht, Junge. Dennis. Herr Bümmelmann, Sie sind also in meiner Dennis, nein, Sendung. Nein, nein. Jetzt hör mal bitte auf. Um 20.15 Uhr ist Sendung. Heute Abend, wir laufen um. Willkommen, meine Damen und Herren. Um 22.30 Uhr im ZDF Neo. Heute Abend um 22.30 Uhr, ich habe zu Gast Jan Böhmelmann. Nee, und das muss und Alligator, weil William leider krank ist. Hashtag der Woche lautet Glimmengel. Und das geht nämlich so nicht. Glimmengel, bis später. Das geht so nicht. Herr Böhmelmann, das geht so nicht.